Kommt aber wie immer natürlich ein bisschen drauf an, wie viele Leute hier arbeiten. So, und wenn wir sagen, okay, wir basteln hier eine kleine Stadt hin, dann funktioniert das schon, ne? Kohle hätten wir sogar auch. Also in der Theorie hätte man hier natürlich ein super schönes Stahlwerk hinbauen können. Aber wer hat denn Platz für so viele Arbeiter? Wer hat denn Platz für so viele Arbeiter? Was haben wir denn hier? 59 Tonnen Stahl, 69 Tonnen Eisen, Bretter. Ah, ist halt nicht viel, ne? Das ist leider nicht genug. So, Markus, mechanische Komponenten produzieren und exportieren. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Brauchst mehr Minen. Selbst wenn ich nur 20 Leute habe. Mechanische Komponenten. Das könnte man ja eigentlich auch richtig cool. Warte, wir haben ja hier unsere Zugstrecke. Bauen, pass auf, nur mal so als Idee. Wir bauen hier unsere mechanischen Komponentenabteilung hin. Lassen den Zug also hier Stahl abholen. Den Stahl liefert er hier rein. Hier sagen wir, gut, machen wir hier mechanische Komponenten. Und nimm die mechanischen Komponenten wieder mit und exportier die. Weil ich keine zwei Züge mit zwei Gleisen, weil Mimimi-Signale, richtig. Richtig. Es ist März, du kannst die Fernwärme unterirdisch legen. Dankeschön, guter Hinweis. Ein sehr, sehr guter Hinweis. Wir können... können wir das schon? 22, reicht das? Ich will's hoffen. Ich will's hoffen, dass wir es jetzt schon tun können. Fangen wir mal hinten an. Fangen wir mal hiermit an. Mi, mi, mi. Ja, mi, mi, mi. So, wir fangen hiermit an. Wir möchten uns das natürlich unterirdisch anschauen, was wir hier wieder fabrizieren. Das ist ein schönerer Bogen als so krass, ne? Das ist schöner. Wir werden es eh nicht sehen, weil es unterirdisch ist. So, stirbt jetzt einer? Es würde mich jetzt nicht wundern. Signale sind gar nicht so schlimm. Juhu! Tropfnase, juhu! Ein wunderschön. Ja, scheint alles gut zu sein. 46 konnten nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten gibt. Oh nein. Hä? Wait a second. Hast du keinen Kindergarten in der Nähe? Er kommt nicht zum Kindergarten! Hier ist der eine Kindergarten. Nee, doch. Und da oben der andere. Das ist ja sad. Das kriegen wir aber hin. Aber das kriegen wir easy hin. Wir müssen hier einfach nur zwei Fußgängerwege bauen. Einmal hier rüber und einmal hier rüber. Und dann sollte das schon funktionieren. Dann müsste der hier relativ einfach zum Kindergarten kommen. So. Die Strecke. Dann wollen wir uns... Uiuiui, ist das weit. So weit kann das? Krass. Dann brauchte ich für die letzten 7 Meter hier noch so ein Ding, ne? Ah, Klassiker. So, dann machen wir den mal wieder weg. Heißt mal wieder. So. Hallo? Okay. Von mir ist auch so. So. Unterirdische Leitung. Nach hier. Infrastruktur steht im Weg. Quatsch. Steht hier im Weg. Darf hier trotzdem keine Häuser sehen? Warte mal. F3 mal wieder, ne? I see. Dieser Spaß ist im Weg. Na klar. Ich sehe es nicht. So, jetzt haben wir es. Einfach eine Kreuzung bauen. Ja, so ungefähr. Heute im Weg. Holz doch.
Welches Gebäude ist denn hier im Weg? Ist es das hier? Das ist echt der hier. Ha! Das nehme ich. Das nehme ich. Sieht wild aus, ich nehme das. Es sieht wild aus, ich nehme das. Ich glaube, du versuchst gerade im Keller anzuschließen. Nee, nix da. Der guckt hier raus. Der guckt hier raus. Hättest du auch kurz vorher aufhören können und dann zwei Stück. Aber nee. So, dann gehen wir wieder in den Obergrund und nehmen den hier weg. Ich denke, mit den dreien sollten wir erstmal anfangen. Die drei können wir dann erstmal ganz in Ruhe machen. Alter. Es gibt Gründe, warum ich das normale Löschen-Tool manchmal so gerne habe. Er löscht dann zwar zu viel, aber er löscht wenigstens. So, Untergrund. Wo sind wir hin? Hier. Und wo sind wir hier? Ich bin gerade sehr verwirrt. Machen wir noch zwei Stück. Wie Lippo gerade gesagt hatte. So. Bauen. Wofür ist er hier? Für wen war er denn zuständig? Achso, er ist für den Untergrund hier runter zuständig, ne? Da haben wir ja schon was gemacht. Okay, cool. Hier mal einen riesen Umweg bauen. Wieso riesen Umweg? Das ist doch kein riesen Umweg. Das geht doch. Das andere Ding sieht halt ein bisschen wild aus. Ja, sieht doch wenigstens cool aus. I mean, das hätte natürlich auch ein bisschen effektiver sein können, aber Effektivität ist ja auch gar nicht wichtig. Nicht bei uns. Gut, dass du ohne Wasser und Abwasser spielst, sonst würdest du dich noch öfter kreuzen. Ich glaube auch. Vielleicht sogar kreuzigen. Man weiß es nicht. So. Ach ja, genau. Den Spaß haben wir untergrundmäßig gebaut. Also mit Rubels. Aber das lässt er, das kriegt er alles hin, ne? Da ist nur ein Baubüro dran. Das ist ein bisschen wenig. Da müssen wir noch ein bisschen zusehen, dass wir hier alle Baubüros dran kriegen. Dann doch zu wichtig. Immer weitermachen, Freunde. Immer weitermachen. Nicht lang schnacken. So. Fantastisch. So. Offene Lager ist ohne Stahl. Das ist sogar absolut korrekt. Warum ist das ohne Stahl? Weil das Eisen fehlt. Warum ist das Eisen nicht da? Weil der Zug noch nicht da war. Wo ist der Zug? Nicht hier. Okay. Ist da nicht ein hast du nicht Eisen im Speicher? Nee, war ja nicht. 0,05. Bei den Mengen ziehen sie es leider nicht raus. Ich habe tatsächlich 25 Tonnen hier, aber ich habe bis heute nicht verstanden, warum er die behält. Warum er nicht sagt, ja, das können wir ja benutzen. Also es ist mir bis heute wirklich ein Rätsel, wieso das der Fall ist. So. Machen wir die Map mal wieder ein bisschen kleiner.
Und ich glaube, hier wächst es schon. Hier sind sie noch bei der Aussaat. Ich glaube, das sind die, der hier, hier oben und hier oben. Okay, das sind die letzten drei. Der muss hier runter, kann hier runterfahren. Der kann auch hier runterfahren. Das bedeutet, wir können hier die Außenbahn auf jeden Fall schon mal asphaltieren. Eins nach dem anderen hier. Die Außenbahn können wir schon mal asphaltieren. Hallo? Ach, von mir aus. So. Das können wir eigentlich auch asphaltieren. Den kompletten Laden hier. Bis hierhin. Die Strecke brauchen wir noch. Den Rest, das kriegen sie schon hin. Da bin ich mir fast sicher. So, 7600 Einwohner. Sehr gut. Hier sind auch schon 52 Leute drin, ne? Das ist schon echt gut. So, oben. Wir brauchen mehr Verkäufer. Und dringend mehr Verkäufer. Fällt mir gerade mal so auf. Diese 25 Tonnen machen mich auch nicht fett. Nee, auf keinen Fall. Aber es macht für mich logisch einfach nicht so viel Sinn. Weißt du? I mean, der behält ja auch nichts im Export. Der knallt ja auch alles raus, sobald es mal da ist. Es landet ja auch alles hier in der Regel. Ja. Das ist die Lebensmittellinie. Ach, die normale. Oh Gott, und selbst da kommt keiner an. Selbst da kommt keiner an. Wie sieht denn das arbeitstechnisch aus? 16 Leute. Das ist ganz schön wenig. 40 Leute. Und die Stahllinie, die... Hier haben wir natürlich 300 Leute gebunden. Die ein bisschen... Das ist ein bisschen viel. Lass uns hier mal so 200 oder 170 Leute binden. Das reicht eigentlich. Ich wollte einkaufen gehen, muss mich für die Schicht entdecken. Ja, dann, Markus. Machen Sie dies, machen Sie dies. Etwas Abwasser wird es voll unter der Stadt. Lieber langsam arbeiten, aber dafür tue ich. Richtig. Sehr gut. So. Genau, dann. Schauen wir mal, was wäre denn sonst noch... Cool, was könnte man noch machen? Also Fleischproduktion, aber für eine Fleischproduktion würde ich das Ding, was wir hier stehen haben, copy-paste hier oben dran ballern. Mit dem eigenen Bauernhof. Und dann die Leute arbeiten lassen. Und dann richtig, richtig groß aufziehen. Ich glaube, du brauchst mehr Leute im Vladi. Ja, das ist korrekt. 200 Leute, 300 Leute, 400 Leute. Oh, das wird schon mehr. Komm, hier lassen wir auch nochmal Leute ran. Hier lassen wir auch nochmal ein paar Leute arbeiten oder leben. Sobald jemand Lust hat, umzuziehen, macht ihr das bitte. Was wir hier eigentlich machen könnten, wäre ein Rundfunkhaus für Radio haben wir ja schon. Aber, oh mein Gott, ist das wieder riesig. Warum sind die Dinger denn so riesig? Kriegen wir das hier irgendwie cool unter? Mich schon fast wundern. Hier so? Was sagt er? Bauen wir einfach so ein riesiges Rundfunkhaus hier hin? Das ist echt ein bisschen groß, ne? Wirklich ein bisschen groß. Schwierig. So. Aber wir bauen schon mal vorsichtshalber ein, zwei weitere Hütchen auf. Hier noch. So für langfristige Gedanken. Hier so. Eins nach hier und eins nach hier.
Kriegen wir daneben noch eins? Ah, knapp. Doch, kriegen wir. Okay, dann machen wir hier zwei nebeneinander. Zack. Eine kleine Allee schon fast. Finde ich gut. Machen wir so. Machen wir so. Wir haben ja eh noch ein bisschen was zu tun, bis wir sie ranholen. Aber bis sie dran sind. Hippo, willst du eher sehen, wie eine Straße gebaut wird oder eher wie die Stadt gebaut wird? Straße oder Stadt? Zuglinienbau. Nee, den kann ich dir jetzt in 2 Minuten leider nicht mehr bieten. So ein Riesenrad. So ein Riesenrad. So hinter die Uni. Ganz versteckt. Nee, schauen wir ihn leider nicht hin. Schade. Hier hin. Ah, es ist zu groß leider, ne? Schade eigentlich. Karussell, die Überraschung. Ach, guck mal. Das finde ich gut. So ein richtig schönes kleines Karussell. Am Kino. Wenn ich es jetzt noch... So. Autoscooter. Hm. Wir haben natürlich jetzt das Stadion. Jetzt nichts, was wir hier hinbauen werden, aber insgesamt mal dran gedacht. 1% Decke fertig. Freu. Sehr schön. Das freut mich. So. Lass euch bei dem Anblick mal nämlich ganz kurz alleine. Ganz kurze Pause. 10 Minuten oder so. Und ich werde da. Weil, ich muss noch mal kurz was machen. Bis gleich. Die kämen schon wieder defekt. Man. Nein. Ich habe am Anfang angekündigt, dass ich kurz mal ein paar Minuten weg bin. Wir können gerne noch ein bisschen weitermachen. Zieht sich wohl noch ein paar Minütchen. So, wo wollen wir hingehen? Wo wollen wir weitermachen? Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Das habe ich noch nicht gehört. Heimweh, du musst natürlich auch direkt am Start sein. Immer, ne? Nicht lange warten. Immer dabei sein. Kann ich erst... Oh Gott. Es wurden Fehler begangen. Ah nee, sie können arbeiten. Ach, guck mal einer an. Sie können arbeiten. Das wäre doch ein gutes Bild gewesen für die nächste Dreiviertelstunde, oder? Das wäre doch echt ein fantastisches Bild gewesen. Aber nur zu sehen, wie diese Autos hier nach und nach diese Straße hier fertig machen. So, wie weit ist eigentlich unser Solar? Was fehlt gerade? Stahl. Oh, Stahl. Ah, wollen wir unserem Zug mal wieder sagen, dass er nicht mehr Stahl exportieren soll? Ich meine, wir haben 1,2 Millionen auf Halde. Ist schon okay, oder? Lass uns mal sagen, unser Zug soll erst einmal keinen Stahl mehr exportieren. Belade bitte 100%. 100% Bretter. Dann hast du wenigstens was zu tun. Aber 0%. 0% Stahl. Machen wir immer noch Gewinne. Aber nicht so hohe. Also, letzten Monat minus 33.000 ist natürlich ein guter Gewinn. Also, das ist ja wohl, ist ja sowas von klar. Für uns ist das mehr als gut. So, guck mal, das haben sie schon wieder geschafft. Das heißt, wir können das nächste Teilstück basteln. Zack. Geht hier irgendwas dran? Reicht auch schon fast so ein Birdweg. Der will nicht, ne? Vielleicht ohne Snappen? Nee, keine Chance. Schade eigentlich. Ich finde es ein bisschen weird, wie er sich verhält. Weil das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Aber gut.
Aber gut. Genau, dann haben wir wenigstens den Stahl und können Dinge bauen. Also, viel Stahl haben wir nicht. Offensichtlich. Das sind unser Zug gerade. Wir sind gerade nicht sonderlich viel am Exportieren. Das ist gerade der Dingens hier. Ah, hier. Mal gucken, wie voll hat er denn... Ah, guck mal, der hat sich sogar voll machen können. Und wir importieren sogar Pflanzen aktuell. Ist das korrekt? Wollen wir das? Wollen wir Pflanzen aktuell importieren? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich auch nicht. Ohne Eisen nix Stahl, ja. Schon korrekt. Ohne Eisen kann es auch keinen Stahl geben. Na, guck mal, hier rollt der Roller. Rückwärts, wie auch sonst. Wozu vorwärts fahren, wenn man noch rückwärts fahren kann? Wozu vorwärts fahren, wenn man auch rückwärts fahren kann? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber wir bekommen momentan sehr viele Einwohner. Sehr viele neue Einwohner. Das sieht schon echt ganz nice aus. Wobei die Kindergärten, ich bin ehrlich, das macht mir ein bisschen Angst, dass wir viele Kindergärten haben. Haben wir das hier schon gebaut? Ja, haben wir. Kommt ihr jetzt da dran? Jawohl. Jetzt kommt er dran. Das ist perfekto. Wenn wir hier noch den Weg nach hier bringen, dann kommen sie sogar bis zum Museum. Das wäre, glaube ich, noch ganz cool. Das wäre doch noch ein Achievement hier, das Museum zu erreichen. Das können wir auch noch bauen. Fehlt euch sonst noch irgendwas? Ihr kommt leider nicht ganz zum Krankenhaus, sehe ich, ne? Leider nicht ganz. War schwierig. Ich meine, das ist schon ein recht direkter Weg, den wir jetzt hier gebastelt haben. Vielleicht, ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Kriegen wir so irgendwie... Ah, nicht wirklich, ne? Vielleicht könnten wir das mit einem Untergrundweg machen. Gott, oh Gott, oh Gott, Untergrundwege. So. Ah ja, hier geht's rein. Ich sehe nichts. Hier wird's reingehen. So. Wo wäre ein guter Spot? Hier unten vielleicht? Sobald das kann, macht das natürlich nicht. Sobald das kann, macht das natürlich nicht mehr. Vielleicht nach hier hin. Dann probieren wir das. Und dann müssen wir hier eine schöne Verbindung. Hier wird es reingehen, that's what's... Ach, lassen wir das. Ach, lassen wir das. So. Unser erster Untergrundweg. Und jetzt muss ich nochmal 2 Minuten wegkriegen. Jetzt bin ich wirklich nochmal 2 Minuten weg. Jo, Entschuldigung. Das nennt man... Das war eventuell noch ein Müharbeit. auf den ich jetzt noch warten musste. Den konnte ich jetzt erst machen. Deswegen die kurze Verzögerung. Mir wurde gesagt, zwischen 15:15 und 17:00. Und entsprechend musste ich jetzt kurz warten. Bis wir soweit sind. Bis soweit ist. Deswegen war ich kurz weg. Aber keine Angst. Ich bin noch da. Wir spielen hier noch weiter. Jetzt geht es nämlich wirklich richtig los. Ist natürlich auch richtig cool, ne? Hier ein Feldweg, hier noch die Kiesstraße und hier ein richtig schöner Asphaltweg. Über 5 Meter. Das ist schon echt gut. Immer noch die Frage, was machen wir als nächstes? Also ihr sagt auf jeden Fall eine dicke Zugstrecke. Wir wollen Züge.
Und wir könnten es ja zumindest schon mal vorbereiten, indem wir sagen, Eisenbahnbauamt. Sehr gut, danke. Wo bauen wir das denn hin? Was brauchen wir denn hier viel? Der Freiraumspeicher sagt Ziegel, Stahl, Platten und Bretter. Also ziemlich genau alles, was wir sowieso immer den ganzen Tag benutzen. Und hier wäre, glaube ich, schon eine ganz solide Stelle, oder? Hier haben wir die Bretter direkt. Die Platten kriegen wir von hier rechts. Von hier kriegen wir den Stahl. Und ganz wichtig, wir haben hier auch ein bisschen Eisenbahnlinie. Weit weg von Zwerg, bitte. Ah, schön. Dann müssen wir da noch was, müssen wir da noch ein Lager dranlegen. Ist es wichtig, dass wir hier ein Lager dran haben? Chat? Ihr kennt euch da ein bisschen besser aus. Brauchen wir hier direkt ein Lager dran oder eher nicht so? Mal gucken, wie weit die Jungs hier sind. Ein bisschen was haben wir so noch zu tun? Vor allem der Stahl. Uiuiui. Gut, dass wir gesagt haben, dass wir den Stahl nicht mehr exportieren, weil der Stahl, der ist ja instant immer weg. Es hat ein Grundlager. Die Frage ist, ob das reicht, ne? Wobei, egal was wir bauen, wir lassen uns sowas von Zeit. Die haben eine Reichweite von 4,5 Kilometer, also schön in der Mitte. Okay. Das wäre ja dann eher hier oben der Fall. Das wäre dann ja wirklich hier oben der Fall, ne? Man sollte aber ein Lager dran bauen. Das interne ist zu klein. Okay. Das heißt, wir bauen ein kleines Lager. Und will ich das hier dran bauen? Wir lassen uns ja eh Zeit. Oh, ups, mit Ruhl gebaut. Das ist mir schon viel zu oft passiert. Das ist mir schon viel zu oft passiert. Das ist mir wirklich schon viel zu oft passiert. So, jetzt machen wir mal die Kamera wieder an. Hallihallo. Halli und hallo. So, dann. Upsi. So wird das natürlich nichts. Das braucht auch elektronische Komponenten. Das heißt, wir brauchen auch ein Warenhaus. Oder braucht man so wenige elektronische Komponenten, dass wir das einfach kaufen? Das kann ja auch passieren, dass wir es einfach kaufen. Ich glaube, ein kleines Lager reicht, ne? Wir müssen ja jetzt nicht hier so ein riesen Lager hier reinballern. Also, so ein kleines Lager reicht hier. So. Und davor bauen wir dann den Spaß. Nee, hier geht das. So macht das schon Sinn, ne? Bau gleich ein großes. Da brauchst kein Lager bauen, okay. Wenn dann schon richtig. Ja, okay. Das ist ein Motto, mit dem kann ich leben. Mit dem kann ich mich anfreunden. Dann bauen wir direkt ein großes. Ich weiß zwar nicht wofür. Aber wir bauen ein großes. Warum denn nicht? Ich finde es auch gut, dass das Ding auch eine eigene Zuganbindung hat. Platten und Stahl sind die Grundgüter, was die verbauen. Mhm. Wir sollten so. So passt mir das. So, und dann ein Büröchen hier dran. Also hier wird niemals ein Zug dran ballern. Schotter ohne Ende. Ach, wirklich Kies. Ja, wenn ihr sagt, das Ding braucht viel Kies, dann werden wir da natürlich auch so einen kleinen Schotterdude dran machen, ne? Hier kann ja kein Schotter dran, ne? Genau. Da brauchen wir den hier. Aber da reicht ein kleiner Rohstofflager, oder? Also 870 Tonnen, das ist ja wohl, das reicht ja wohl. Hoffentlich. Nee, wir müssen einen großen bauen.
Ich weiß auch jetzt schon, warum wir hin... Nee. Ach, der Große hat eh keinen Dingens, ne? Ich hatte kurz die Hoffnung, dass der Große hier eine kleine Zugverbindung hat. Hat aber nicht. Entsprechend machen wir einen kleinen dran. Das muss dann ausreichen. So. Machen wir das hier irgendwie schön hin, dass... Anders macht das nicht, ne? Klein reicht. Ich werde überlegen, ob wir es so machen wollen. Sodass wir dann folgender Hintergedanke. Nee, das finde ich gar nicht intelligent. Wir machen das schon so rum. So. Das war hier ein bisschen anstrengend, aber das ist schon okay. So. Keiner von denen hat eine leider, ja. Das ist wirklich ein Leider, ne? Das ist wirklich schade eigentlich. Das heißt, wir bauen erstmal das hier und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist unser Ziel? Also wir wollen langfristig, long-term, werden wir hier sowieso irgendwie eine Stadt hinbauen. So eine kleine, ne? Nicht viel, eine kleine Stadt. Und dann wollen wir auf jeden Fall einen eigenen Rohstoffzug haben. Der fährt uns dann hier runter. Und mehr Züge, yes, yes. Der fährt uns dann hier runter und einfach hier rein. Das ist eigentlich so ein Ding, wo man sagen könnte, okay, Gleisbau, der dicke Spaß. Wir bauen den konsequent hier dran und dann hier runter einfach. Also wirklich da rangebaut. Ja, mehr Bummelzüge. Sehr schön. Macht das hier mehr Sinn? Vielleicht. Dann den klassischen. Wir wollen hier rüber. Machen wir das irgendwie hin? Wollen wir das hier dran basteln? So, kann man das hier so dran bappen wie in Transport 4? Warum bleibt der stehen? Warum bleibst du stehen? Bleib nicht stehen. Nur weil ich hier irgendwas mache, bleib nicht stehen. Fahr einfach weiter. Das ist hier alles nichts. Nein, fahr weiter. Fahr bitte weiter. Ich plan doch nur. Ich plan doch nur. Fahr. Ja, einfach weiterfahren. Nicht ablenken lassen. Einfach weiterfahren. So wie es gerade baust, wird es schwierig mit Signalen. Wird jetzt schon schwierig mit Signalen. Gut. Lass mich zurück. Warum wird es schwierig mit Signalen? I mean, ich will ja eigentlich nur hier einmal rüber. Denk groß. Ich will nicht groß, ich will gar nicht denken. F4 für parallel. Ah, okay. Ah, das Snapping ist aus. Stimmt. Und das lässt er mich nicht machen, oder was? Bis hierhin lässt das mich machen. Wenn du mir jetzt einen Zug fahren lassen willst, brauchst du zwei Schienen nebeneinander. Versuche Kreuzungen und Weichen zu kombinieren. Eine für hin, eine für zurück. Die Züge werden nicht kürzer, das stimmt, das stimmt. Uiuiui. Kann er den nicht umdrehen einfach? Wo sind wir hier? Hier sind wir gerade. Weil ich würde jetzt sagen, wir schicken den hier hin. Kann der hier durchballern einfach? Der kann hier durchballern, ne?
Jetzt mal hier rüber geschaut. Hat der... Der hat eh nur einen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich... So ab hier vielleicht... uns ein Ding dran setzen. Der kann da durchballern, aber der sollte nicht... Okay. Er sollte nicht hier durchballern. Das bedeutet, ich möchte irgendwo im Vorfeld schon mal den Zug hier so ein bisschen rausziehen. Über der Betankung. Obwohl, provisorisch geht das gut, da würde ich mir da was überlegen. Okay. Ihr wisst, ich habe gar keine Ahnung, ne? Also null, zero. Ne? Also ich bin kompletter Laie. Ich hasse es, wenn das Konstruktionsbüro fehlt. Das lässt er mich nicht machen, ne? Doch, lässt er mich. Wenn wir Rubel hätten. Wenn wir Rubel hätten! Verdammt. So, und dann würde ich es hier... Würde ich es hier wieder dran ballern lassen. Hier mal wieder dran. Zack. Markus wird es schon richten, genau. Wenn hier irgendwas nicht funktioniert, Markus ist schuld. So. Das heißt, unser Standardzug kann entsprechend ausweichen. Die Frage ist, reicht dieser Ausweichweg? Der ist ja schon echt lang hier, ne? Also der muss ja... Der Zug darf dann höchstens so lang werden. Aber das ist schon okay. Wenn der nur Eisen mitnimmt, ist das okay. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn er hier 2000 Tonnen Eisen jedes Mal mitschlört, dann ist das schon okay. Markus ist Richter. Ist, muss ich dann die Signale setzen? Ja, du, ich gebe dir einfach den... Ich gebe dir einfach den Spielstand. Ich gebe dir dann einfach den Spielstand. Fertig. Scharfrichter. Ich meine, so ganz dumm ist es doch jetzt erstmal nicht. Also, ne, also der kann hier dann hier auf... Strecke 1 fährt er runter, Strecke 2 kann er wieder hochfahren. Und kann dann entweder, je nachdem, ob ich ihn gerade hier brauche oder nicht, kann er dann hier runterfahren. So, also erstmal ist das ja schon fein. So, und dann ballern wir hier runter. Und stellen fest. Wir sind die Kompetenz pur. Zack. So. Fahren dann hier runter. Ich erkläre es dir schon. Ja, ich glaube auch. Im Zweifel setzen wir uns zusammen in Discord. Dann erklärst du mir das mal in Ruhe. Aber erwarte von mir keine Glanzleistung. So, dann der hier wiederum soll auf jeden Fall auch den hier machen. Auf jeden Fall bis hierhin. Jetzt ist ab hier stellen sich für mich ganz viele Fragen. Man sollte die Katze von der Tastatur entfernen. Dass sie wie alle Buchstaben nimmt. So. Und der braucht ja, wenn er jetzt hier irgendwo lang fahren will, braucht der schon irgendwie so einen Kreis, ne? Also der muss schon, keine Ahnung, hier so einen Bogen fahren können. Ich weiß es nicht. So, bis jetzt fangen wir hier quasi an zu bauen. Also bis jetzt fangen wir hier an zu bauen. Das war mein Gedanke.
So, und dann fährt er hier runter. Kann aber nicht drehen. Das heißt... Aber er kann ja auf der Stelle drehen. Kann er nicht auf der Stelle drehen? Ich meine, das, was ich jetzt baue... das, was ich jetzt hier bauen würde, interessiert sich ja exakt gar nicht für diese Strecke. Also für unseren aktuellen Zug. Das heißt, das kann ich doch theoretisch einfach erstmal bauen lassen, oder? Am Depot ein Rondell bauen. Beim Depot ein Rondell bauen. Also hier. Wahrscheinlich. Hier so. Oh, was war das? Hui, das ist Rondell. Kann man das irgendwie einstellen, dass ich ein Rondell haben möchte? Großes Jein. No. Das sieht cool aus. Ich weiß noch nicht, ob uns das was bringt. Ich bin ja jetzt schon am Verzweifeln. Ich habe noch nie Züge gebaut. In keinem Spiel brauche ich Züge. Selbst in Factorio brauche ich keine. Also, wir nehmen wir an. Ich bin kompetent. Nehmen wir an, er kommt von hier. Aber gemeint ist vermutlich ein Kreisverkehr. Muss vom Bauamt alle Strecken erreichen. Das bedeutet, okay, er muss vom Bauamt alle Strecken erreichen. Das bedeutet ja, er muss hier runterfahren können. Dann erreicht er diese Strecke. Und er muss irgendwie nach hier unten kommen. Am besten von oben raus. So. Damit er diese Strecke hier erreichen kann. Gott, das ist ja die Hölle. Kreisverkehre sind leider in Workers nicht so effizient. Ich weiß es nicht. Gibt denn so eine Brücken für die Hauptstrecken, geht das schon? Weiß nicht, was Zip-Lanes. Keine Ahnung, ich kenne das Wort nicht. Wie groß ist denn der Zug hier? Ist der riesig? Nee, oder? Das ist schon so ein kleines Gerät, oder? Ich habe gesagt, wir müssen vom Bauamt alles erreichen. Das heißt, im Idealfall baue ich doch hier einfach nur so ein Stückerl raus. Und sag, einmal wollen wir in die Richtung. Das sieht cool aus. Ich möchte das bauen, nur weil es cool aussieht. Jo. Dann kannst du hier drauf. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. So. Jetzt Zirka-Vergleich. Ich weiß nicht, was ich tue. Oh Gott. Ah, ich weiß doch auch nicht, was ich tue. Ihr wolltet das. Ich sag's nochmal, ihr wolltet das. Ich will hier gar nichts davon bauen. Ich möchte in Ruhe mein Leben genießen. Ich weiß doch nicht, was ich hier tue. Den wieder weg. Wenn hier mit A reagiert wird, machen wir den vielleicht besser weg. Solange unser Zug fährt unser Zug. Interessiert ihn hier irgendwas? Wo ist er denn so gerade? Da, okay. Wir wollen Kupu leiden sehen. Das ist kein Kreisverkehr, das ist eine Brezel.
Markus hat Leute leider heute keine Zeit. Ansonsten würden wir jetzt hier konsequent Dinge tun, die ich definitiv nicht machen möchte. Also einfache Strecken kriege ich hin, glaube ich. Also so mit einem Zug klappt das, glaube ich. Aber mit zwei Zügen wird's wild. Mit zwei Zügen wird's schon ein bisschen dramatischer hier, was wir hier tun. Und wir haben immer noch viel zu wenige. Wollten wir nicht unserem Zug sagen, dass er aufhören soll zu importieren? Ich glaube, da war was, ne? 30 Minuten habe ich noch. Wir machen das beim nächsten Mal und in Ruhe, glaube ich. Wir machen das ganz in Ruhe. Wir brauchen Wilder. Ich glaube auch. Oh Gott. Oh, Wilder kriegt die Krise. Ich kenne Wilder zu gut. Wilder kriegt die Krise bei mir. Ah, gut. Sehr gut.